einen wunderschönen guten Tag da draußen. Nein, warte! Ein nackter Hintern blinzelt mich an. Hi, Barty. Mighty, die spielen mit Ballons, die mit Wasser gefüllt sind. Und ich bin fertig mit meiner Bügelgeschichte. Ich habe da hinten die nächste Wäsche noch hängen. Hm? Cool. Der Digi, der ist sein Video am Bearbeiten. Und der Rick ist auf dem Geburtstag. Oh, ja, wenn er so hoch fliegt, dann ist klar, dass er kaputt geht. Das ist gerade voll raus. Ja. Aber Hauptsache, ihr sagt, ihr wollt in den Pool gehen, ja? Ja. Ich stehe hier mit Strickjacke, ne? Nur mal so klein angemerkt. Ich habe zwar eine kurze Hose an, aber ja. Trotzdem, das ist nicht grandios, das Wetter heute von der Temperatur. Weil die Sonne nicht durchgehend am Schein ist. Hat du nasse Füße? Ja, nasse Socken habe ich jetzt. Papa! Achtung! Ja, der war total gut, Mann. Ja. Der ist an das Fußbecken und dann abgeprallt und dann. Papa! Nee, dann werde ich wieder nass. Ist egal! Nö! Ich gehe jetzt mal auf Toilette und dann schneide ich noch 3 Minuten weiter. Okay. Den nächsten machst du. Oh, Hi! Warte! Ein Slow-Mo-Video. Ja, ich mach kein Slow-Mo, aber Darlene ist am Film für Slow-Mo. Ich werde richtig nass und kalt. Mach! Fruchtblase ist geplatzt! Du hättest besser pieksen müssen. Die arme Gabel. Warte, ich hab. Boah, das ist eklig. Und ist gut geworden. Warte. Ich hab meine Hunde gerade mit Kokosnussöl eingelullert am Rücken. Also richtig Kokosnussöl aus der Küche. Weil dieser Duft hält eben Parasiten ab. Muss ich erstmal einen Schluck trinken, ne, Jung? Ah, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen! Hey, oh. Nicht nur die blaue Zunge, sondern auch den grünen Riesenpopel in deiner Nase. Moment, Barty. Moment. Kann ich den wegschmeißen? Nee, du kannst ihn auf die Seite legen, kannst ihn ja später. Den hat dein Bruder dir wirklich ganz lieb mitgebracht. Ich muss mir Schuhe holen, weil. Wir konnten vor dem Pfingstwochenende gar nicht den Rasen mähen, weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Also muss ich das heute machen. Der Dirk ist schon wieder arbeiten. Und im LKW schlafen. Und im LKW schläft er, ja. So, Ron und ich werden uns dann um den Garten kümmern. Willst du meine Flipflops anziehen? Kann ich die halten? Und ich war schon mit Kann Jana. Kann ich die halten? Dann halt mal, aber in meine Richtung. Warte. Ich drehe dir das um. Dann siehst du mich. Na? Oh, mein Rücken. Ich war mit Jana. Nicht die Füße, du musst hochhalten. Genau. Und wieso? Ja, wollen die Leute nur meine Füße sehen? Ich glaube nicht. Oh, ziehen wir uns die an. Ja, dann holst du die. Halt dich doch besser erstmal selber, ne? Mhm. Okay. Aber du kannst ich sehe dich. Du siehst mich? Cool. Ja, wir haben Jana einen Milchzahn ziehen lassen. Ron. Übrigens, du musstest beim Zahnarzt schon auf Toilette. Gehst du dann mit dir jetzt gleich auch mal? Das war ein Milchzahn, der noch so viel Eigenwurzel hatte. Also normal ist es ja über die Zeit, bauen die Milchzähnchen die Wurzeln von unten ab. Und klar, dann fangen die an zu wackeln. Aber Jana wird ja jetzt auch... Du würdest den Zahn zeigen, dann holen her.
Jana verspürte halt Druck und Zahnschmerzen. Und dann hat sie gesagt, okay, können wir ziehen. Sie war selbst verwundert. Geh mal andersrum, damit ich das sehen kann. So. Das kann man jetzt in der Plastiktüte schlecht erkennen. Das hier oben ist der Zahn und da unten sind noch die Wurzeln dran. Also so wie bei einem bleibenden Zahn eigentlich. Dieser Milchzahn hatte 4 steckende Wurzeln noch. Also wir waren beide sehr erstaunt. Sagt sie, es ist äußerst selten, dass auch in dem Alter, wo sie sich befindet, noch so lange Wurzeln unten dran sind. Es hat doch etwas gedauert, bis wir den raus hatten. Also nicht ich. Ich habe ja nur zugeguckt, habe das Händchen gehalten. Moment. Und ja, das Kapitel haben wir denn heute Morgen auch schon hinter uns gehabt. Und dann wollen wir mal schauen. Was ist, Schatzi? Tut's immer noch sehr weh? Was ist das für ein Schmerz? So wie Zahnschmerz oder einfach, weil jetzt da die offene Wunde ist? Es drückt. Schatzi, das hört. Ansonsten kann ich dir nur noch von uns diese Ibuprofen. Hat die dir denn gestern geholfen? Ja. Dann gebe ich dir von uns. Dann musst du eine Tablette schlucken. Musst du gucken, dass du es hinkriegst. Komm mal her. Naja, das andere ist Kinderibu, weißt du? Ich dachte nur, flüssig wäre für dich besser. So, ist die letzte. Ansonsten kann ich dir noch Paracetamol anbieten. Aber jetzt habe ich die Ibu schon rausgedrückt. Später kannst du dann gerne noch... Warte. Ja, du schaffst das. So wie gestern. Ja. Und dann leg dich ruhig auf die Couch. Und kühlen ist echt nicht schlecht. Weißt du? Also ich muss auch ganz offen sagen, dieses Loch, was jetzt da oben ist, wo der Zahn rausgezogen wurde, da musst du noch aufpassen, kannst du ganze Ibo reinstecken. Hat's geklappt mit dem Schlucken. Hast schon etwas gegessen? Och Schatzi, da sind ja richtige Tränen. Das wird besser. Ruh dich ein bisschen. Vielleicht legst du dich hin und versuchst mal einzuschlafen. Leg dich oben was in dein Bett ohne Handy, weil dann schläft man nicht ein. Leg dich einfach ein bisschen chillig hin und versuch Ruhe zu finden. Und dann gibt sich das. Naja, wie ihr seht, es war nur ein Milchzahn, aber heavy, echt heavy. Nur dieses Vieh musste raus. Sie hatte seit Freitag Zahnschmerzen und Druck, so ein Wahnsinnsdruck. Auf dem Röntgenbild haben wir auch den anderen Zahn gesehen, der da drunter ist. Und selbst der stand noch nicht richtig, wie er stehen soll. Der muss sich jetzt dann wieder in die richtige Bahn bringen. Wollen wir mal hoffen, dass der ganz vernünftig rauswächst. Gerade, der ist im Moment noch verdreht. Auch außergewöhnlich. Naja, das zu dem Thema. Ich werde mich dann heute mal rangeben an den Rasen. Und Dirk sagte, mach mal mit dem Freischneider. Das ist richtig cool, das macht richtig Spaß. Naja, für mich ist das Ding schwer. Mir macht das keinen Spaß, weil egal, wo du drankommst, direkt der Schnippel unten ist ja kaputt. Naja, das können wir in den Müll schmeißen, die leere Verpackung. Oh, gelbe Tonne ist wieder voll. Ja, dann wollen wir mal die Gunst der Stunde nutzen, bis das Wetter... Ich weiß nicht, ob das gleich umschlägt, keine Ahnung. Ja, meine kleinen Verfolger. Mhm. Meitsch, du hast ja immer noch nichts gegessen. Oh, hast du mir wieder Mohn gepflückt? Ja, dann eben auch kurz. Ja, ist normal, wenn die nicht isst, dann hat die einen Überschuss von Magensäure und dann. Und Meitschi. Meitschi, Patsch. Hier ist Wasser. Da ist jetzt kein Wasser drin. Ja, machen erstmal alles. Ich muss erstmal die Wiese abräumen. Den ersten Teil haben wir hier vorne den. Teil, den haben wir schon gemäht. Und der Ron, der hat mir richtig super geholfen mit seinem. Ich habe ihm mal wieder, das ist mittlerweile der dritte Rasenmäher, den du bekommen hast. Zeig mal, was hat denn der alles für Extras? Den kannst du tanken. Und du kannst ihn so anmachen. Tanken. Und wir können ihn so anziehen, so wie ich meinen auch mit der Schnur anziehe. Also, weißt du, dass du einen Benzinrasenmäher hast. Guck mal, du kannst den auch auf Schildkrötentempo machen oder auf Hasentempo. Schnell. Nee. Da ist schnell. Oben ist schnell, unten ist langsam. Jetzt werde ich noch den Teil Rasen mähen, wo der Pool Nein, steht. Unten
Und dann gehe ich in den zweiten Teil hinten in den. Unten ist schnell. Nein, unten ist Schildkröte. Schildkröte heißt langsam. Und es ist natürlich, wenn die Sonne scheint, richtig warm. Sag mal, klingelt das bei uns? Oder klingelt das nebenan? Hallo? Der Rick ist mit Ben draußen und Aline auch. Ich weiß nur nicht, wo die sich aufhalten, Nico. Es war an unserer Tür. Aber der Maddox hat ja gerade gar nichts gemacht. Der lag ganz gechillt rum. So, jetzt mache ich den zweiten Teil und dann hinten den dritten Teil. Dieser Tag geht jetzt zu Ende. Aline und ich machen super aufgegessen. Den Pool zu. Die Jungs sind schon geduscht. Schlafanzug an. Ja, ja. Und die Hunde, die meinen wieder, die müssen direkt am Rad drehen. Naja, viel wurde er jetzt heute nicht genutzt, ne, Darlene? Nee, aber ich habe mich präpariert. Ich war drin. Ach, wie siehst du denn aus? Jana hat Wundschmerz. Bei Zahnschmerz kann man ja nicht sagen. Der Typ ist ja nicht mehr da. Dein Auge hängt ein bisschen auf der Seite. Ja, ich weiß. Weil das Kühlakku das runterzieht. Hm. Hier. Meine Rücken tut so weh. Mega geil. Und noch ein paar Tage warte ich und dann bestelle ich mir den Saugroboter. Dass ich kann saugen auf den Boden von dem Pool. Ich war gerade eben im Pool und da sagt er so, guck mal, wie viele Tiere auf dem Boden waren. Habe ich erstmal Rückwärtsgang gemacht und bin rausgegangen. Ja, aber das ist halt, erst schwimmen die oben die ganze Zeit und dann irgendwann sinken die runter. Aber ich sag mal, von der Konsistenz ist das Wasser. Ja. Ey, das war cool. Toll, man kann jeden einzelnen Sandkorn sehen. Man sieht euch gerade beide auf der Kamera. Ja. What the heck? Wir machen jetzt gemeinsam ein schönes Abendbrot. Yes. Dazu schneide ich die. Mach ich den Pool kaputt? Ja. Weißt du, wenn 18 Kubik Wasser dich erwischen, dann bist du nicht standhaft. Tschüss, bis hinten bei Haus Nummer 40. Das haben welche auf YouTube gemacht, die sind weggeflogen. Ja, weißt du, was das für Kräfte sind? Wie sind da drin? 18. Mann. Nein, fast 18 Kubik. Nein, Entschuldigung, 17 Kubik. Warum sagst du 18? Ich habe mich vertan, das waren 16.000 und das sind fast 17 Kubik. Ich habe mich versprochen. Du sagst gerade eben 80. 18. Du hast 80 gesagt. Mein neues Lieblingswort ist Schniedel. Nee, doch. Hör mal, ihr habt doch gewaschene Füße, wieso lauft ihr barfuß hier draußen rum? Hallo, das ist nicht für in die Welt zu sprühen. Und lass es. Damit die Welt gut. Und lass ihn. Ich kann nur auf der Seite. Auf der hier? Ja. Kannst du mal aufhören, der soll... Ja. Hä, hey, aber jetzt hast du die Kordel bei dir. Ja, ist doch egal. Oh, warte. Oh. Du hast ein bisschen weit bei dir. Entschuldigung. Au! Jetzt habe ich voll den Stein unter meiner Sohle gehabt, weil meine Ausschlupf mal nass. Ja, ich hole mir bald auch so welche. Ich auch. Fadern. So. Wo ist die Kordel? Die Decke, die muss noch von der Wiese weg. Kann die auch noch machen. Ey. Wenn die sonst schon mit Bumme rumsteht. Ich darf keinen Sport machen, hat Mama gesagt. Was ist denn an einer Decke zusammenfallen? Oh. Sehr viel. Tschö! Eine schöne Schleife. Mami. Scheiße. Lass sie einfach. Nein. Papa ist der Meinung, ich muss das da reinhängen, weil nachts laufen hier so 20 Katzen rum. Und die wollen dann gerade im Dunkeln damit spielen. Mit der Kordel wieder runterhängen. So. Deswegen müssen wir die Kordel verstecken. Die haben auch so gute Augen, ne? Ja. Ich hab mich erschrocken.
Der Fahrradhelm ist auch wieder. Mike. Okay, hier. Ich muss die Decke wegräumen. Ja. Leise. Du siehst wieder aus wie eine Hyäne. Nein, Ruhe. Machst du gleich. Was? Ich hab nichts gehört. Ach so. So, das, das, das. Was hat denn der Buddel schon wieder? Der hat seine Hose falsch am Morgen gezogen. Aha. Wenn weiter nichts ist, ne? Falsch angezogen. So. Komm, Rick, wir gehen rein. Ja, es sieht ihn keiner. Aber weißt du, was ich kacke finde? Der war mit zwei. Dass ihr die ganzen Jum-Jum. Alles ist hier verstreut. Scheiß Jum-Jum-Zeugs. Und dann diese Fahrzeuge hier. Mensch. Aua. Das ist zum Essen. Sprich das mit den Augen. Wer hat denn den Müll wieder auf den Tisch gebracht? Diese Rollen, die werden doch weggeschmissen. Was hat das Öl drin, was auch immer. Ja, tja. Was ist da dunkel hier drin? Ich will duschen gehen. Dann geh duschen, Kind. Kannst du das Waschkörbchen mit den Socken und Unterhosen dann auf einem Weg mit nach oben nehmen? Danke. Hier gehst du duschen. Ich guck, dass ich mal die guten Gaben hier irgendwie zurecht. Stiefel. Ja, es müsste die sein, die oben im Badezimmer im Schrank ist. Weiß ich gar nicht. Ich gucke nie nach dem Wetterbericht. Ich lasse mich immer überraschen. Ich muss mein ganzes Gebiss rausnehmen. Ja? Oh, jetzt siehst du normal aus. Das tut so weh. Das pumpt. Das hört aber auf, Jana. Ja. Ich muss das für heute Abend in die Kühlschrank legen. Ja, wir haben ja schon heute Abend. Wir haben 7:45, Kind. Ja, aber da liegt ja noch eins. Und dann kommt auch noch eins. Wir werden uns jetzt das Abendbrot machen. Ich werde diese Wassermelone aufschneiden. Dann gab es im Lidl wieder die fertigen Crepes. Einmal mit... Morgen mache ich die echten Pancakes, ja? Einmal mit Heidelbeere und Erdbeere. Ja. Ja, ich freue mich schon auf morgen. Auf die Dinger. Ja, auf die Pancakes, ja. Die machen wir dann zum Nachmittag, weil ich bin nicht direkt nach der Arbeit zu Hause. Wir sind ja auch direkt zu Hause. Wir würden sagen, ich sehe mega aus. Mit meiner tollen Frisur hier. Welche machen wir eigentlich jetzt? Die Wassermelone oder die Zuckermelone, keine Ahnung. Okay. Die Wasser, die schmeckt leckerer. Und diesmal machen wir sie direkt. Ich hatte eine Wassermelone geholt. Und die habe ich ein bisschen schon teuer, ne? Vergessen. Du hast sozusagen Geld in den Müll geschmissen. Die ist explodiert. Wir haben uns gedacht, was ist denn da so nass am Boden? Ja, wo ich reingetreten bin mit den Socken. Ja, meine lieben Leute, Mann, komm mal her. Morgen wird es wieder weitergehen. Und nein, wir machen nicht so einen Mist. Nein. Oh, eine Wassermelone, hör auf. Das ist doch, das ist Quälerei. Mach das. Nein. Ja, das war jetzt Waxing. Jetzt hat wieder keine Ahnung. In diesem Sinne, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Bye, bye.